Ja, einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr wieder auf meinem Kanal Ulis Blickwinkel seid. Und heute, ja, machen wir ein Video, wo ich vor einiger Zeit, ich glaube, es war vor einem halben Jahr, gesagt habe, da wird es nichts Neues geben. Da es wird nichts Neues kommen. Ja, es ist aber was gekommen. Ja, was soll ich euch sagen? Ich habe einen Laser geschickt bekommen. Ich weiß, es gibt so viele Laservideos überall, aber irgendein Laser hätte ich mir jetzt auch nicht schicken lassen. Aber da haben wir einen 30 Watt Laser. Also ich habe jetzt einen 10 Watt Laser und der hier hat 30 Watt. Und das Schöne an dem Laser ist das Zubehör, was ich bekommen habe und was ich mir zum Teil bestellt habe, wo man ganz besonders coole Sachen mitmachen kann. Und was, das zeige ich euch nach dem Intro. Ja, ihr Lieben, da ist der Karton und hier ist der Laser drin. Und zwar von Atomstack. Ja, Atomstack. Und das Schöne ist eine Beschreibung, wirklich hochwertiger Katalog, glänzend mit Riesenaufnahmen und Bildern und vor allen Dingen in Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Französisch. Also wirklich die Sprachen, die hier in Europa eine Rolle spielen, ne? Das finde ich schon mal richtig cool. Da habe ich schon andere Sachen erlebt. Und ja, hier sind jetzt die Einzelteile drin. Das heißt, meine Aufgabe wird jetzt sein, das Ding zusammenzubauen. Und das mache ich aber sehr wahrscheinlich alleine. Vielleicht zwischendurch mal das eine oder andere Bild oder die eine Bildsequenz, aber ich denke, das ist sehr langweilig für euch. So, jetzt habe ich wieder genug gelabert. Ich würde sagen, ich baue den Laser mal zusammen und dann melde ich mich wieder. Und hoffentlich ist er so gut, wie ich denke. Ja, ihr Lieben, ich habe schon mal ausgepackt und alle Teile hier hingelegt. Das wird für mich das wichtigste Dokument sein. Und zwar die Beschreibung, wie man die Kiste zusammenbaut. Es gibt viele Teile, so manche kann ich erkennen, ne? Netzteil, ja. Hier ist der Bildschirm, hier ist der eigentliche Laser. Das ist ein Riesentrafo irgendwie, ne? Ja, viele, viele Kabel, eine Brille und Kleinteile. Es hält sich aber in Grenzen. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich glaube, das schaffe ich, ne? Und ich fange jetzt mal an, zusammenzubauen. Und zwischendurch würde ich sagen, gebe ich euch einfach mal einen Zwischenstand, wie weit ich gekommen bin oder ob mir die Haare schon zu Berge stehen und ich wie so ein HB-Mannequin hier in der Werkstatt rumturne, ne? Ja, fangen wir einfach mal an. Ja, hier mal gezeigt, die Beschreibung ist wirklich super, ne? Also hier ist Schritt 1 der Installation. Da steht dann Step 1 oder Step 1. Und jetzt sind hier Schrauben, die hier in die Seite gemacht werden müssen. Und oft ist es so, dass die Sachen dann gar nicht beschriftet sind, ne? Das ist, muss ich sagen, bei Atomstack anders. Da sind die Schrauben und da steht Step 1. Also man kann eigentlich keine Fehler machen. Ja, ich würde sagen, man kann jetzt zumindest schon mal erkennen, was es werden soll, ne? Also bis jetzt war es wirklich sehr einfach. Bei dem einen oder anderen Bild musste ich dann schon ziemlich nah rangehen und habe gedacht, ist das so richtig? Aber dann habe ich mir einfach mal bei dem Kollegen angeguckt, und zwar Gipfelholz. Der hat den Atomstack 20 getestet und hat da den Zusammenbau gefilmt. Zwar im Schnelldurchlauf, aber man kann es ja langsamer laufen lassen oder mal kurz auf Pause machen. Und dann kommt man ganz gut klar. An dieser Stelle vielen Dank für dein Video, ne? Und getestet hast du den X30 ja auch schon. Ja, man höre und staune, ich habe tatsächlich geschafft. Und mein erster Laser, den ich wirklich, glaube ich, selber zusammengebaut habe, ja. Doch, den letzten Laser, den ich da drin habe, den habe ich vom Lutz bekommen. Und der war schon zusammengebaut, ne? So, den habe ich also wirklich jetzt zusammengebaut. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht. Sieht alles sehr gut aus, muss ich sagen. Das ist natürlich schon ein Ärmel, ne? Also hier dieser 30 Watt Laser, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und ja, Netzteil ist angeschlossen. Hier ist der Schlauch, ne, für den Kompressor. Und ja, da ist so ein Kompressor bei. Der sieht auch richtig gut aus. Und da kommt der Schlauch drauf. So, ne? Und hier kann man an, aus, und man kann also auch hier einstellen, mit wie viel Power der sein soll. Und dann ist hier ein DC 24 Volt Anschluss. Das heißt, da wird der Kompressor mit Strom versorgt. Aber ich habe geguckt, hier ist noch ein Kabel über. Da weiß ich noch nicht, wofür das ist. Kann ich euch nicht sagen. Und dann ist hier noch die Sicherheitsbrille, Pinsel, ein USB-Stick, ich denke mal mit Daten drauf zum Drucken. Ja, und so ein paar Sachen hier, ne? Kunststoff, Holzplättchen etc. etc. Also nichts Wildes mehr. Tja, keine Ahnung. Ich muss mal gucken, was die Kollegen sagen, die so ein Gerät haben. Ob das bei mir fehlt und die Firma mir das nicht zugeschickt hat oder wie auch immer. Ne? Da mache ich mich schlau. So, was ich jetzt aber hier noch habe, in der Kiste, und das ist, was ich so absolut cool finde. So, ich halte das mal in die Kamera. Ja, ein Maker R1 Rotary Chuck. Ne? Das heißt, ich kann mit dem Laser runde Gegenstände lasern. Ne? Und das fand ich klasse. Ich habe direkt Ideen gehabt. Ne? Man kann Tassen nehmen, man kann Vasen nehmen, man kann Flaschen nehmen, whatever. Und da wirklich schöne Sachen mitmachen. Und ja, ich habe natürlich dann direkt weitergedacht. Und habe mir das noch besorgt. Das verlinke ich euch. Und das ist ein Bottle Cutter Kit. So, Bottle Cutter Kit. Und das ist jetzt eine Sache, die finde ich auch richtig cool. Das tue ich mal an die Seite. So. Ich hoffe, das könnt ihr so sehr gut sehen. Ne? Da wird zum Beispiel die Flasche draufgelegt. Hier kommt das Messer rein. Hier kommt eine Schiene, wo ich einstellen kann. Und dann kann ich so einen Flaschenhals abschneiden und habe dann direkt eine Vase oder ein Trinkglas oder einen Krug oder was auch immer. Aber die beiden Sachen, da wird es noch ein anderes Video geben. Ja? Weil ich denke mir, mit der Maschine da muss ich mich eine ganze Zeit beschäftigen. Sollte das aber sehr einfach sein und ich kriege da zack, zack schnell hin und kann das noch hier einbauen, dann würde ich das noch tun. Dann schneide ich das, was ich jetzt gesagt habe, vorher raus. Ne? Ja, ich bin ja nicht blöd. Ne? Ja, so, ich würde sagen, ich schließe das Ding gleich mal an und dann probieren wir mal. Ja, ich bin gespannt. Also, bis gleich. Ja, ihr Lieben, so, ich habe jetzt das Set hier draußen auf der Terrasse aufgebaut, weil ich habe unten noch keine vernünftige Abluft und natürlich auch kein Gehäuse für den Laser hier. Und wenn der mit seinen 30 Watt hier so richtig losgeht, dann verqualme ich mir unten die ganze Werkstatt. Deswegen bin ich nach draußen gegangen. Also ich habe das jetzt aufgebaut. Ich habe mir hier so Füße gedruckt. Das kann ich euch gerne mal verlinken, damit der etwas höher kommt, weil ich habe ja hier dieses Wadengitter drunter gemacht und auch darunter noch diese Aluplatte, damit der mir nicht den Tisch durchbrennt. Ne? So, hier habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, was das ist, ob es 2 oder 3 mm ist, hingelegt und ich habe mir jetzt eine Datei, die hierbei war, von einem Stick auf den PC gezogen in Lightburn und ja, jetzt würde ich sagen, wir machen mal einen Test. Ich werde jetzt erst einmal den Rahmen abfahren. Ja, das stimmt. Dann ist hier eine Brille bei. Die werde ich auf jeden Fall ausziehen. Ich habe hier auch den Atomstack, ne, der Klimaanlage, habe ich angeschlossen. Ja, nachdem mir
der Lutz gesagt hat, wofür der das T-Stück da ist. Ne? So, das läuft auch, habe ich auf ziemlich volle Pulle gestellt. Das Ding ist ganz schön laut. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob der das macht, was ich will. Und zwar einmal hier so einen netten Hund lasern. Ne? Jo, habe ich alles. Bin ein bisschen nervös. Ne? So, Brille auf. Naja, als Brillenträger ist das ein bisschen schwierig. Das Ding steckt jetzt ja wahrscheinlich in den Ohren. Dann gucken wir mal. Ne? Ich hole die Kamera mal näher ran. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna pop pop, turn around, dance, dance. I just wanna pop pop, turn around, dance, dance. I just wanna pop pop, turn around, dance, dance. I just wanna have fun, turn around now, turn around now. I just wanna have fun, turn around now, turn around now. Das waren jetzt 6 Minuten und 14 Sekunden. Das fand ich jetzt vollkommen in Ordnung. Aber wo ich total begeistert bin, ist der Schnitt. Da haben wir den Wow-Wow. Und sowas von sauber und ja, total cool. Also ich bin richtig begeistert. Starke Leistung. Ja, mein erster Laser, den ich selber zusammengebaut habe. Und ich sag euch jetzt, es war wirklich einfach. Es war so gut beschrieben. Ich musste jetzt nichts mehr einstellen, nichts mehr nachstellen. Und ich musste auch bei Lightburn jetzt eigentlich gar nichts mehr verändern. Ich habe also Videos gesehen, da musste man den Laser erst finden und musste Sachen einstellen und etc. Das ging hier alles von alleine. Ich konnte direkt loslegen und habe ein absolut tolles Ergebnis. So, jetzt kann ich natürlich noch Sachen machen, schneiden in dickeren Platten und so weiter. Aber dass das funktioniert, das weiß ich, das habe ich gesehen. Ne, bei Gipfelholz und bei anderen, die den Laser getestet haben, das funktioniert auch mit 15 mm oder mit 18 mm. Deswegen spare ich mir das jetzt. Ich will euch ja nicht langweilen. So. Ich habe mir noch mal was anderes ausgesucht, habe jetzt hier noch mal, ich glaube, 2 oder 3 Millimeter von dieser Presspappe hingelegt und habe jetzt einen Schriftzug genommen im Lightburn, und zwar einmal Damen und einmal Herren. Wir haben nämlich seit dem Umzug in der neuen Firma die Toiletten noch nicht beschriftet, und ich mache jetzt erstmal die beiden Schriftzüge. Ich weiß, da fehlt noch divers. Ja, probieren wir einfach mal aus. Mal den Startpunkt hier, den Rahmen abfahren. Ja, kommt hin, Brille auf und dann geht's los, ne? Aber vorher hole ich euch auch wieder näher ran.
ihr seht, das ist super sauber ausgeschnitten. Die sind so fein, die Buchstaben. Ich befürchte, wenn ich das jetzt anhebe, guck mal, wie das rausfällt. Ne? Ganz fein. Und auch hier super sauber, so eine feine Schrift. Boah, richtig klasse. Ja, ihr Lieben, also ich bin begeistert von dem Laser. Was ich jetzt, wie gesagt, nicht ausprobiert habe, und das möchte ich jetzt auch nicht machen, weil das Video soll auch nicht zu lang dauern. Ich könnte jetzt hier nochmal mit so einer dicken Platte versuchen. Aber ich weiß, dass das funktioniert. Wie gesagt, ich habe es schon mal erwähnt, haben andere schon getestet. Für mich war jetzt auch zum Beispiel wichtig, wenn ich so feine Sachen hier mache, wie sauber das ist. Und das ist echt der Wahnsinn. Also das ist so sauber geschnitten und nicht irgendwo Brandspuren oder so. Top. Und auch hier der, ne, der Waldi, alles für den Dackel, alles für den Club, ist auch hervorragend geworden. Also, ich bin super zufrieden mit dem Laser. Ich habe nachgeguckt. Also es wird ein zweites Video geben, wo ich euch dann zeige mit dieser Maschine, die dabei ist, ne, um runde Gegenstände zu lasern und zu gravieren. Und dann habe ich mir ja auch dieses Gerät gekauft, um Flaschen zu schneiden und dann so Dinge zu machen wie Vasen, Trinkgläser oder ähnliche Dinge. Dazu kommt noch ein extra Video und ich denke, dass Atomstack nicht sauer ist, dass noch ein zweites Video produziert wird. Ne? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das so ein bisschen gefallen. Und natürlich, das ist eine Preisklasse, die liegt schon im oberen Level. Und da muss man sich dann schon überlegen, habe ich ein Budget, um das für mein Hobby auszugeben? Oder brauche ich so etwas, weil ich Dinge produzieren will, mir einen Shop machen will für Weihnachten, für Muttertag, Ostern, was da so alles anfällt, um ein paar Euro in der Rente nebenbei zu verdienen oder sogar ein Gewerbe zu betreiben. Ich denke, dafür ist der gut geeignet und ja, ich verspreche euch, es wird so schnell kein neuer Laser kommen als Video. Ne? Es ist jetzt ein halbes Jahr her, den anderen werde ich verkaufen und den werde ich behalten. Ne? Und ich glaube, bis da etwas kommt, was den wieder schlägt, so mehr brauche ich nicht. Ne? Ihr Lieben, bleibt mir gewogen. Gerne einen Daumen hoch. Schreibt auch mal die Kommentare drunter. Wenn der eine oder andere sagt, Mensch, ich hätte gerne aber noch das gesehen und das gesehen. Die meisten von euch wissen, ich bin Anfänger, was das Lasern anbelangt. Ich muss also dann immer wieder gucken. Ich muss auch Lightburn noch besser lernen. Aber das ging alles jetzt richtig, richtig gut. Ich weiß, dass der Lutz auch diesen Laser bekommen hat, von dem wird es auch ein Video geben. Vielleicht macht er sicherlich, weil er viel mehr Erfahrung hat, dann auch nochmal diese Dinge, dass er dickeres Holz schneidet. Ne? Und wer so lange nicht warten will, guckt einfach mal beim Gipfelholz rein. Ne? Der hat es nämlich schon gemacht. Bis dahin. Ciao.